Ja, ich hab keine krassen Begrüßungen. Es ist Dead by Daylight, okay? Das ist halt, ja, das ist halt eines der Let's Plays, wo tatsächlich am meisten Parts wahrscheinlich irgendwann haben wird. Ja, weil, wie schon gesagt, das hat kein Ende. Was war denn mein letztes Let's Play? Ich muss gerade überlegen. Bisher war es The Last of Us Part 2 mit 44 Parts. Ja. Nee. Müsste eigentlich Evil Within sein mit 45 Parts, also dass ich mit einer Zahl mehr. Muss ich mal gucken. Resident Evil 6 ist auch ganz nah, aber halt nur 40. Also was heißt sie nur? Shots empfiehlt. Aber halt 40, nicht 45. Oder nicht mehr als 45. Ja, sonst ist es eigentlich das längste. Und das haben wir hier bald überboten. Muss das sein? Komm her. Mit eurer Art mache ich gerne. What the fuck? Ich halt ne. Ja, nimm ihn, nicht mich. Mann! Die eine wurde schon wieder abgehängt, falls es nicht. Oh mein Gott! Geh da rüber! Oh, ich bin doch schon rüber! Also, das sagt echt. Ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich habe mir jetzt gerade schon meine Hand gebrochen beim Rauswinden und jetzt machst du es noch. Jetzt mit ihm gehst du noch wieder auf mich. Was ist denn mit dir? Was machst du? Was sollte das? Ah, jetzt ganz im Ernst. Was war jetzt die Mission von ihm? Ja, der kommt jetzt eh gleich zu mir, die Bitch. Sorry für die Wortwahl, aber ich hasse den teleportieren können. Wurde schon gerettet, okay, da hinten. Die mir jetzt gerade hinterher, weil die denken, dass ich weiß, was ich tue. Und sie leider enttäuschen, ich weiß nicht, was ich tue. Der will, dass man ihm folgt, also lauf wohin. Los, komm. Okay.
Zack, dass die da ist. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, wenn wir jetzt hier beim Generator hier sind, aber... Okay. Wird wohl passen. Naja, die steht da hinten, der Generator. Obwohl, doch, die sieht die ganzen Generatoren. Ja, okay, ja. Der da hinten ist fast tot. Ich wiederbelebe ihn lieber mal. Oder helfe ihm lieber mal. Der eine hat gerade versucht und hat eine geklatscht bekommen. Blöde Kuh, wo ist die? Oh, Mann. Wieso machen die das immer? Ich verstehe es nicht. Also manche Leute echt, ey. Also ich verstehe das nicht, wie man jemanden, während der Killer einen verfolgt, da einfach... Ja, okay, ich mache das auch manchmal. Und ich hasse mich auch dafür selber und frage mich auch, warum ich das gemacht habe. Ich war so bescheuert. Natürlich wurde einer von euch direkt geklatscht. Was dann auch meistens zum Tod führt. Habe ich nicht gerade vollgeheilt? Komisch. Ja, toll. Weißt du, sowas kann ich echt... Okay, reicht, wenn er hinläuft. Da ist schon ein Generator, aber der ist leider zu nah an dem Haken dran, ne, gerade hier, das bringt da nichts. Nein, noch nicht jetzt heilen, oh Mann. Ja, wer hätte das gedacht? Dass die hier gleich auftauchen wird. Ah ja, weil er was zerstört hat, okay, richtig gut. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Perk zu aktivieren. Okay, wir machen hier den letzten Mal. Oh oh. Der macht ihn einfach eiskalt weiter. Komm, nimm ihn mit. Nein, er nimmt ihn nicht mit. Wäre recht blöd von ihm gewesen, wenn er dann mitgenommen. Na komm, geh nur auf den Arm, Mann. Jetzt sind wir alle hier. Jetzt nicht wahr, oder? Wieso sind wir denn alle hier? Woher kam vor allem die letzte? Das ist ja genauso schlimm wie damals das Spinnenspiel bei Mario Party. Oh scheiße, ich habe schon zum zweiten Mal. Okay, die eine macht am Generator und der eine ist schon wiederbelebt. Okay, das ist gut. So was nennt man hier Progress. Wenn die eine Chick hier da oben chillt und erwartet, bis die anderen kommen und die da Ballett tanzen. Okay, die machen sie nicht, also kommt. Jetzt seid ihr wieder zu dritt auf dem Bein. Wenn ihr es wiederholt, dann habt ihr wieder... Ja, okay. Liegt jetzt nicht daran, dass ich bin.
Ich bin ja eigentlich sehr schlecht in dem Spiel, aber allgemein zu viert hat man eine höhere Chance, als wenn einer tot ist. Aber wir sind fast alle tot schon. Also die Ellie, die kann noch einmal hängen. Wir müssen mal ein ruhiges Plättchen finden und uns heilen. Also Ellie, ich habe das nicht ernst gemeint, dass du jetzt hängen sollst. Oh, Herz, 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 Herz. Ah, lass mich hier weg. Der wartet bei der Ellie. Das kann ich mir jetzt schon denken. Ja, nein, 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 die ist bei der Ellie. Nicht, oh Mann. Also müssen die da auch denken, ja, okay, die Hitze auf. Die kommen schon schnell, 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 schnell. Okay. Versucht jetzt aber noch. Die hoffentlich rennen jetzt zu den Exits hin. Ach, die wurde schon. Oh fuck. Okay, egal. Ist ja scheißegal. Bloß nicht stehen bleiben. Hä, die ist sogar der Vollgehalt. Wie geht das denn? Hat die auch irgendeinen Perk oder wie? Oder wie? Ach, keine Ahnung. Leute, ich bin da echt verloren hier. Also, ich kenne mich da mit den ganzen Perks nicht so wirklich gut aus. Also, kann schon sein, weil. Ich glaube nicht, dass er ihn jetzt so schnell geheilt hat. Dass er sie jetzt so schnell geheilt hat. Kennt sie überhaupt den Weg raus? Ah ja. Und eine wurde verletzt. Der ist aber leider nicht bei uns, wir können ihm gerade nicht helfen. Ich schließe noch kurz eine Kiste auf, wenn es okay ist. Nehme ich das noch mit für nächste Runde? Weil ich glaube, ich habe das dann noch. Oh Mann! Ich kann nicht alle retten. Ja, ja, was geht. Na komm. Ja, tschüss. Eigentlich bin ich echt keiner, der da war. Das wäre eigentlich irgendwie witzig. Na. Den einen konnten wir leider nicht mehr retten. Das tut mir auch leid. Aber der war halt wirklich woanders. Und eigentlich war er doch mit uns mitgelaufen. Wo ist der dann auf einmal geblieben? Ich lasse ja nicht wirklich gerne Leute zurück. Aber der war schon sowieso schon zweimal am Haken. Also wir hätten, als er so am Boden lag, konnten wir ihn eigentlich sowieso nicht mehr retten. Ist eigentlich so eine Selbstmordmission gewesen, weil er halt richtig weit weg wäre. Der Exit, er war ja schon, glaube ich, bei der Hälfte. Das hätte er natürlich auch zu sein können. Und er hat ihn sowieso an Haken hängt, also, ja, hätte sich sowieso, glaube ich, nicht gelohnt und das tut mir tatsächlich weh, das zu sagen. Aber es liegt auch in diesem, in diesem Zeitlimit, was ich aber okay finde, ich meine, ja, sonst wäre das ja einfach, wenn man die ganze Zeit auf ist. Ja, ich wollte doch gerade den Charakter wechseln. Ich will auf Cheryl wechseln wieder.
Und Jill Valentine. Weißt du was? Gehen oder? Jetzt haben wir hier zwei Chills. Weißt du was? Komm, wir machen hier drei Chills draus. David White, da denken sie also, was geht jetzt ab? Oh, Cheryl? Ja, ich kann auch Cheryl nehmen, keine Sorge. Dann nehme ich halt nicht Cheryl. Ja. Jetzt wollte ich obwohl, er hätte ich auch Leon nehmen können eigentlich. Ja, egal, komm, nimm mal halt mal wieder Chill. Die hat man, glaube ich, auch schon länger nicht mehr. Ich glaube auch seit Part 20. Warum das jetzt so mich so anhört, weil es halt eben 2 Monate schon her ist. Ich habe 2 Monate Dead by Daylight nicht mehr wirklich gespielt, ne? Weiß gar nicht warum. Glaube ich irgendwie. Ja, ausgelutscht war alles eigentlich nicht. Ich habe, glaube ich, auch einfach auf ein neues Chapter gewartet. Jetzt gibt's ja eins und ich hatte halt bisher noch nicht Pinhead. Das kann ich euch ehrlich sagen. Ich hatte den auch nicht. Ich habe sogar auch ein paar Mal ohne Aufnahme gespielt. Und der war nie da. Und das verstehe ich nicht. Ich meine, das ist doch Release. Warum spielt denn keiner? Bist du der letzte Überlebende, könnte die Boden-Luca als Alternative ausgehen. Ich weiß. Ich habe es nur leider nicht gesehen mal. Ich bin auch sehr selten der letzte Überlebende. Aber finde ich gut, dass es auch noch so einen Weg gibt, damit es wirklich noch eine Chance gibt. Also ich glaube auch alle Exits öffnen sich. Aber das dauert ja. Aber der Killer kann auch die Luke zumachen. Wenn er die zuerst findet, dann macht er so zu, glaube ich. Ja, das ist natürlich dann doof, dann kannst du nicht mehr raus. Naja, offensichtlich, also für die, wo es noch nicht gecheckt haben. Grubenschacht. Das ist McMillan. Ein Besen. Hi. Du siehst ja echt perfekt für die Situation aus, ja. X-Pro Gamer Fix. Oh Mann. Diesen Namen immer. Okay. Nein, 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 du kannst. Du kannst. Ja. Gott, der geht kaputt. Okay, er ist schon kaputt. Mann. Ja. Was macht die? Was will die Frozen Queen 2? Ja, ich sehe, wie du dann nix. Sieht sehr schön aus. Boah, das sieht so. Oh. Das sieht so gruselig aus, Mann. Willst du? Willst du? Komm, du darfst. Komm hier, mach du. Mach du jetzt! Chill. Ich glaube, vielleicht ist der Generator noch in die Luft fliegen. Cheryl, da haben wir hier deinen. Sind die jetzt hingewatschelt? Oh, da. Sup, Bro. Oh, scheiße, da hat jetzt diese Range. Der müsste eigentlich eine richtig große Range haben mit seinem blöden Schwert, ey. Fuck you, Pyramid Head. You asshole. Ist der da immer noch? Nein. Jetzt wäre der Chor, wo der gerade hingelaufen ist jetzt. Ah ne, da. Ah, der hat ihn schon hingehängt, okay. Ja. Ist natürlich auch passend gewesen, hätte ich jetzt. Aber übrigens, wir haben auch noch eine Cheryl hier. Das finde ich auch witzig. Dass die jetzt hier Cheryl genommen hat. Ich wollte ja auch noch Cheryl auswählen. Wenn man jetzt 2 Cheryls gehabt und einen Pyramid hat. Sup, Bro. Das hat sogar noch funktioniert.
alles in der Garn geschlagen. Hey, was soll das? Wieso legst du uns was in den Weg? Wieso hier alle hier rumstöhnen? Ich glaub's ja kaum. Ein Pyramid Head und drei Frauen. Der hebt den hoch. Er hebt nicht hoch, er macht Psychospielchen hier. Ernsthaft. Der Pyramidenschädel ist ein Hakencamper. Sure is. Na komm her, Shara. Macht bitte die Augen zu und halt die Augen. Aus dem Queen, wo ich stehe eigentlich. Also ich hoffe mal, dass die Winnern den jetzt hier retten will oder auch schon einen Generator rumfuchtelt. Ich hasse es, wenn ich schon so früh kommt, ey. Echt jetzt? Oh nein, die Dosen kriegen. Okay, wir haben Zeit. Nee, jetzt kann auch ein Hafen hängen. Jetzt kommst du mal her, nein! Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber die sind verdammt laut. Also, oh Mann. Wir laufen hier jetzt echt verletzt hier rum, oder was? Ja, das Scheiß. Komm her. Komm jetzt. Ja, okay, gut. So sitzt. So haben wir schon eine bessere Chance. Einer muss ihn auf jeden Fall ablenken. Ich nehme es dir nicht übel. Jetzt bist du dran. Nein! Hey, das ist ja echt so ein nach 15 her Hackencamper. Ich glaub's ja kaum, ey. Warte. Bye. Ich weiß, auf was du wartest. Ja. So ein blödes Arschloch, echt. Wie kann man nur so sein? Das gibt's ja wohl nicht. Du musst ihn mal triggern. Scheiße! Ich dachte, der hat jetzt kurz so eine. Ja, die muss weg dann. Der hat jetzt noch kurz so eine. Ja, dann häng mich, dann tu mich wenigstens in den Käfig kommen. Tu mich jetzt in den Käfig. Das ist so ein Arschloch, echt. Also, wie kann man nur so sein?
Nein, du hängst mich nicht an den Haken. Blöder Bastard. Echt. Du bist echt so ein Arsch, ne? Wie kann man nur so sein? Dass ich an den blöden Haken ranstelle. Wie knapp das war, Alter. Da war einfach so ein Haken. Da stand sogar schon extra drauf, Chill Valentine. Mann, jetzt geht doch mal weg. Pussyhead nenne ich ihn jetzt. Weil das ist so blöder, ey, das sind so Pussys. Trauen sich echt gar nichts. Und du sollst halt wenigstens in die Schachtel rein, dann hat das wenigstens mehr Stil. Oh fuck, 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 oh fuck. Cheryl sollen ablenken, weil ich mache hier nicht den Generator und ohne den Generator kommen wir halt echt nicht weiter. Das hat so eine bestimmte Range, dieses Rites of Judgment, aber das geht ja einfach echt in unendlichen Weiten. Das ist ja echt lächerlich, wenn du das so rumstehst. Wow. Okay, der ist da hinten. Ich sehe wegen seiner Aura. Wir sind noch weit von dem weg. Sind noch. Jetzt hoffe ich mal auf eine Kiste oder sowas. Da will ich halt mal mit. Ah, oh, ist nicht gut. Ja, komm her. Du bist gerade an Shell vorbeigelaufen, Vollpfosten. Mir ist es nicht mal aufgefallen. Hier! Ah, oh, dir bleibt man verstehen, ich kotze gleich. Alter! Surprise, Motherfucker! Ich hoffe, Cheryl macht irgendwas gerade oder heilt oder versucht sich halt irgendwie. Macht halt irgendwas gerade, während der Arsch mich verfolgt. Das war so riskant und eigentlich auch so blöd. Das hab ich mir dabei eigentlich gedacht, ey. Das war echt so blöd. Ich muss auch immer auf den drauf gucken, ob er dieses Rites of Judgment macht. Wir haben gesagt, das geht hier unendliche Weide. Wir machen das gerade. Jetzt sag aber nicht, die ist immer noch im Schrank. Ach man, Cheryl, echt jetzt! Da ist die Bodenluke. Nee, ich lebe nur halt, es leben noch zwei, deswegen kann ich die nicht benutzen. Oh Mann, jetzt geh halt mal weg.
Ah, ich hab doch R1 gedrückt! Ja, toll. Dann tu mich wenigstens in den Käfig, komm. Sei nicht so einer, der einen nur an den Haken hängt. Ja, ich sehe den Haken, ja, schön. Ja. Da willst du jetzt hier rumcampen, nicht wahr? Ja, glaube ich, die eine weiß schon, was du für ein Killer bist. Ja, komm, du bist doch so ein Arschloch, echt. Also, so welche Killer kannst du echt vergessen, wenn du die im Game hast. Also, so welche kannst du jetzt kennt er hier auch rum. Ja, toll. Machst du schön. Machst du echt schön. Machst du super, Pyramid Head, ne? Sind wir alle ganz stolz auf dich. Die heutige Folge wird nach dir benannt, du Arschloch. Ja, das ist sowieso der hält sie gar nicht. Die weiß das eh schon, was das für einer ist, also. Weißt du, so welche Leute werden Killer. So welche Leute. Naja, die ist rausgegangen. Der hat das Spiel verlassen, richtig so. Gönn ihm gar nicht erst die Punkte. Ey, so welche Leute kannst du echt vergessen. Also, das ist so. Also, wie kann man nur so sein? Das frage ich mich immer wieder, aber wie kann man nur so sein? Ne, jetzt habe ich hier auf jeden Fall richtig schlechte Laune. Aber ich hoffe, das könnt ihr auch gut nachvollziehen. Weil echt so welche Leute. Ja, es tut mir leid, aber ich kann echt nicht drauf gar. Ich meine. Nee.